jetzt, jetzt gleich hin? Zum Erevan und dann zum Erevan. Ja. Und es ist einfach 5 Uhr morgens. Es geht also nach Hupatat. Dieser Name klingt zwar ausgedacht, doch du kannst mir glauben, dahinter versteckt sich ein echter Ort. Wobei Verstecken ein gutes Stichwort ist. Denn dieser Ort wurde erst 1979 entdeckt. Was siehst du da? Ach, der Vogel. Das ist nur ein schwarzer Vogel. Ein schöner Schwarzvogel. Es ist eine ehemalige Höhle, die eingestürzt ist, doch die Überreste sind atemberaubend. Du betrittst die Höhle durch einen künstlich angelegten Eingang, der einfach einen Tunnel darstellt. Hab ich schon erwähnt, dass ich Höhlen hasse, das ist gruselig. Wieso macht man sowas? Mir erzählt hat, dass ich dann einen Siphon gekauft habe. Das war auch gruselig, ich weiß, wie viel Überwindung mich das gekostet hat. Das ist sehr vertrauenserweckend, ja, doch. Schön, vor allem allein zu sein. Die Taschenlampe ist auch unfassbar hell. Ich mach mal mein Handy Taschenlampe. Das ist schon an. Ja, ich sehe nur was auf der Kamera. Man sieht tatsächlich was auf der Kamera. Creepy. Ich wusste nicht. Was an? Nein! Ich würde mir das gerne auch nicht so schnell. Ja, was willst du hier angucken? Das ist einfach nur gruselig. Oh, hast du gesehen? Hast du hochgefilmt? Ja, ich habe mich gerade erschrocken. Ich bin voll erschrocken. Sobald du aus dem Tunnel heraustrittst, bist du umringt von hohen Felsen, die zwischen 150 und 200 Meter hoch sind. Achtung, auffallende Steine steht da. Gut. Kannst du das hier geben? Hm? Wo geht's da unten hin? Wir gehen ja gleich in so eine Höhle, wo von oben Licht reinkommt. Das ist ja so ein Rundblick. Der Herr Pfarrer. Ich habe noch nie in meinem Leben so riesigen Fahnen gesehen. Guck mal, wie der da hängt. Dass da nichts runterkommt. Ist da wieder runter? Ja.
Nach einem wunderschönen Morgen in Hupatat machten wir uns auf den Weg zum Erevan Nationalpark. Doch wie du siehst, gerieten wir dieses Mal in einem Stau der anderen Art. Wir erreichten endlich nach einer langen Autofahrt unser Resort KG Haus oder wie man so etwas nennt. Es war auf jeden Fall bis dahin unser schönster Ort. Hui! Ich glaube, der hat uns nicht richtig ausgemacht gerade. Wolltest du zwei einzelne haben? Nein. Hui. Das ist nicht die falsche Richtung. Ach, guck mal, ist das. Wo hast du ein Einzelbett da? Hast du so einen Steg für dich alleine. Und auch hier ließen wir den Abend mit einem tollen Ausblick und einem noch besseren Essen ausklingen. Die Schlüssel? Ja. Okay, ich spring jetzt rein, ne? Auf Nimmerwiedersehen. Wiedersehen. Ich krieg noch einen Abschiedskuss.